Drake macht einen Song mit The Weeknd. Der Song geht auf TikTok viral, Fans lieben ihn und hoffen auf ein baldiges Release. Nichts Besonderes bis jetzt, oder? Aber was, wenn ich dir sage, wenn der Song weder von Drake noch von The Weeknd ist, sondern einer künstlichen Intelligenz? Wenn alles gefaked ist? Wenn der Song sogar auf Spotify landet, mehrere hunderttausend Streams erreicht und Fans ihn so sehr lieben, dass sie ihn als besten Drake-Song jemals betiteln? Genau darum geht's jetzt. Psst, ich erzähle nicht nur alles darüber, sondern wir machen auch noch einen eigenen Drake-KI-Song. Let's go! Was geht YouTube? Mein Name ist Selma und damit ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wenn du neu bist, würde ich mich freuen, wenn du dem Abo-Button da unten eine Schelle verteilst und jetzt rein ins Video. Aber fangen wir mal von vorne an. Was ist eigentlich passiert? Der TikTok-User Ghostwriter977 releaste am 4. April den Song Hard on My Sleeve. Hierfür benutzte er AI-Vocals von Drake und The Weeknd. Erstmal passiert nicht viel, da ja hunderte Songs pro Tag auf Spotify landen. Nachdem der Song aber am 15.04. auch auf TikTok ist, dauerte es nur Stunden und er ging sofort viral. Der TikTok-Channel des Künstlers erlangte mit nur 4 Videos 2,5 Millionen Likes. Außerdem wurden tausende Videos zu dem Song gemacht. Fans waren unfassbar beeindruckt, wie gut die AI-Stimme klang und einige dachten sogar, es handele sich um einen echten Song. Aber macht euch selbst ein Bild. Hier ist ein kurzer Ausschnitt vom Song. I came in with my ex like Selena, the flex. Der Song ging so viral, dass es nur 2 Tage dauerte, bis der Song von Drakes Label von allen Streamingdiensten entfernt wurde. Mittlerweile ist der Song sogar von TikTok runter, das heißt, die ganzen Videos dazu sind nicht mehr auffindbar bzw. nicht mehr so leicht wie vorher. Das Label drohte zudem noch mit rechtlichen Konsequenzen. Allerdings weiß auch die Universal Music Group nicht, wen sie eigentlich verklagen soll. Das bringt uns zum nächsten Punkt. Wer steckt dahinter? Keiner weiß genau, wer Ghostwriter977 ist. Es gibt lediglich eine Vermutung. Und zwar hat der Künstler einen Link zur Webseite Laylo in seiner Bio. Das ist eine Seite, die Künstlern irgendwie hilft, ihre Musik zu vermarkten. Ich will jetzt keine Werbung machen. Ich kaufe gar nichts, yo. Denn genau das ist die Vermutung. Laylo soll Werbung mit Ghostwriter977 machen. Er soll von ihnen bezahlt sein, um Aufmerksamkeit auf ihre Webseite zu bringen. Das wäre ein grandioser Marketing-Move und sie wurden erst gefragt, ob sie dahinter steckten und antworteten nur mit einem Geist-Emoji. Oh, a ghost! Nachdem aber die rechtlichen Konsequenzen angekündigt wurden, zogen sie zurück und sagten, sie hätten damit nichts zu tun. Wir sind gespannt, ob Drakes Label rausfinden kann, wer der Strippenzieher ist. Der User selbst sagte nur, dass er ein Ghostwriter der Industrie ist, der extrem ausgenutzt wurde, absolut unterbezahlt war und jetzt so wahrscheinlich den Major Labels von heute einen Streich spielen will. Das ist Prank, Mann! Wenn man schon nicht weiß, wer den Song gemacht hat, weiß man denn dann, wie er den Song gemacht hat? Auch hier kann man nur vermuten. Allerdings liegt eine Vermutung sehr nah, denn es ist äußerst unwahrscheinlich, dass der komplette Song durch KI entstanden ist. Wahrscheinlich hat er den Beat gebaut oder einen YouTube-Beat genommen, den Song geschrieben, selbst aufgenommen und dann mit einem AI-Voice-Generator seine Stimme mit der von Drake ersetzt. Hierfür gibt es in der Industrie einige hochprofessionelle Tools, aber auch wir können sowas ähnliches nachmachen. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt. Ich bin hier auf der Seite uberduck.ai und über Reference Audio können wir Drake auswählen. Jetzt können wir entweder die Text-to-Speech-Funktion benutzen. Alternativ können wir aber auch unsere eigenen Vocals hier hochladen. Und genau das werden wir tun. Aber erstmal brauchen wir natürlich einen Beat. Also lass uns anfangen. Wir beginnen mit Drake-typischen Keys. Darüber so eine Clap. Und eine Hi-Hat. Lass uns auch eine 808 drüber spielen und der Beat steht schon mal. Fehlen nur noch Drakes Vocals. Aber wie gesagt, wir müssen natürlich erstmal unsere eigenen aufnehmen, deswegen lass uns das machen. Just gossip. Pay the record, she writes so damn nice.
Okay, meine Vocals stehen. Ich würde sagen, wir ersetzen die jetzt mit Drakes Vocals. Das ist echt ein bisschen nervig mit der Seite. Man muss hier so ein paar Spielereien machen, zum Beispiel Fulle und nicht Full Off und so weiter. Aber wenn wir alles gemacht haben, ich habe wirklich mein Bestes gegeben, es so gut wie möglich hinzubekommen. Ich habe sogar für eine andere AI-Seite Geld bezahlt, die dann kompletter Scam war. Man hätte auch von dieser Seite ein noch professionelleres Tool nehmen können. Es könnte, by the way, sein, dass Ghostwriter 977 dieses Tool verwendet hat. Aber auch dafür müssen wir für eine Vocal $200 bezahlen. Und das war mir für ein Video dann doch ein bisschen zu viel. I'm sorry. Aber was laber ich drum rum? Wir hören uns jetzt erstmal Drake an. I got hands full of cash, but I'm double in my bag. Curse fast and relax, ain't no trouble in my head. Cause I'm a false time, make it look like way too easy to flex on damn hood life. Buying houses like I go shopping, getting head of three hoes at one time. Others ain't do rap, it's just gossip. Paid her rent, cause she ride it so damn nice. Es klingt natürlich noch nicht so gut wie bei Ghostwriter, aber wir sehen, jeder kann das theoretisch machen und mit dem professionellen Tool, was er hat, hat er es wahrscheinlich mit der genau gleichen Methode gemacht, nur dass seine Möglichkeiten einfach ein bisschen besser sind. Alright, unser Drake-Song steht. Ich würde sagen, ich habe noch ein paar wichtige Worte zu verlieren. Erstmal, ich persönlich finde es ein bisschen komisch und schade, dass sie den Song runtergenommen haben. Man hätte das Ganze natürlich auch als miesen Promo-Move nehmen können, weil der Song war echt cool. Ich denke, ihr fandet den auch nice. Ich persönlich fand ihn auch sehr nice und einen sehr starken Drake-Song. Was wäre zum Beispiel gewesen, hätte die AI den Song zusammen mit Drake rausgebracht. Wäre das nicht ein mieser Hit geworden? Wäre der nicht komplett geblowt und bis zu den Tops der Charts gegangen? Fragen, die man sich nur stellen kann, aber wahrscheinlich war Drake sich zu schade dafür, dass jemand anderes genauso gute Songs machen kann wie er. Dass er nicht alle seine Songs selber schreibt und vor allem seine Hitsongs wahrscheinlich, ist ja kein Geheimnis, aber er möchte sie scheinbar zumindest noch selbst einrappen. Und auf das Geld ist er natürlich nicht angewiesen, auch wenn der Song mittlerweile laut Billboard-Angaben fast $10,000 gemacht hat. Auf jeden Fall eine super kranke Sache und ich bin gespannt, wann solche AI-Tools für jedermann zur Verfügung stehen. Crazy, was in der heutigen Welt möglich ist, oder? Ich konnte selber nicht mit klarkommen. Aber wenn dich das Thema künstliche Intelligenz jetzt gecatcht hat, guck doch das Video dazu. Ich habe ein Beat-Battle gegen die besten Musik-KIs gemacht. Drauf da!